Ah, meine Güte, da. Das wird gut. Hast du ein gutes Gefühl? Das wird gut. Ach so. Ich bin dreckig und absolut nicht in der Lage zu reden, aber sonst ist alles okay. Aber ich habe wieder verloren. Ich habe wieder. Wobei. Wir haben wieder gerandomized. Wir haben ausgelost. Wie bei den Reisen. Achso. Oh, Digga. Warum verloren? So schlimm mit mir zu sitzen? Er hat gewonnen. Er darf das hier heute. Der war nicht schlecht. Das ist halt einfach ein Format, das mir nicht so liegt, muss ich sagen. Warum? Muss ich nicht benehmen? Gar nichts. Also Fuß ist eh auf dem Tisch. Ja, komm, Mäuse, wir haben keine Zeit hier. Ja, das stimmt eigentlich. Wir müssen doch, we love to entertain you. Ja, das Erste, was du ansprechen wolltest, ist erstmal begrüßen. Erstmal sag mal Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist Freitag und wir sitzen hier doof. Nein, ne, so geht. Es ist im Limit, okay. Ist im Rahmen. Und, wir haben hier wir können hinterher alles reframen. Wenn okay, so setz dich mal. Oh, guck mal, wie ich hier so ein bisschen Bein. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Frage-Antwort-Video. Es ist Freitag und der Flo wollte gerade schon reinsteigen ins Thema. Ja, ich wollte noch was loswerden zum Thema Mercedes, ne? Das wollte ich als Erstes sagen. Sogar. Damit wir da mal richtig gut ins Thema kommen. Mir ist das im Nachhinein nicht unangenehm. Boah, wie erkläre ich es am besten? Ich will nicht in diese Schiene, dass ich jetzt da so einer bin, der einen ankreiden will. Denn ursprünglich wollten wir Mercedes einfach nur eine Bühne geben, das Auto vernünftig zu zeigen. Und das ist jetzt daraus geworden. Daran haben wir keine Schuld, würde ich sagen, weil das ist wirklich eine hausgemachte Suppe, warum das jetzt so in die Richtung gegangen ist, wie es ist. Und dann, genau, warum ich noch drauf eingehen wollte, ist, dann waren so Kommentare, ja, dann zeig doch das andere Video, was ihr geschnitten habt, wenn du da keine Vorteile rausziehst oder wenn dein Werbevertrag mit Mercedes oder wenn, was noch? Genau, und wenn es kein Werbevertrag ist mit Mercedes, dann hast du ja Vorteile dadurch trotzdem irgendwie mit Mercedes. Ich sch*** auf Mercedes. Also, mir ist das vollkommen egal. Mir ist jeder Autohersteller technisch gesehen, um es euch drastisch genug zu sagen, egal. Mir ist wichtig, diese neutrale Person zu sein. Das so zu sagen, ist, glaube ich, nicht schön, aber anders versteht das Publikum nicht. Weil wenn ich jetzt wieder sage, ich will da die Neutralität so bewahren, dann bauen die da wieder irgendeinen Mist raus, warum ich dann doch meinen Vorteil habe. Für mich war es sehr wichtig, mich rauszuarbeiten, um diese Person zu sein, die ich jetzt bin, um sagen zu können, was ich will, um machen zu können, was ich will. Und der mir das auch irgendwie nicht abnimmt, der soll mir einen Buckel runterrutschen. Und der Grund, warum wir das Video jetzt nicht zeigen, ist folgender, weil da ja auch noch andere Personen involviert sind, die vielleicht nicht im Leben so stabil sind und die dann ganz schlimme Konsequenzen dadurch kriegen können, nur wenn wir das zeigen, dass ich dann als Mensch entscheide, das können wir nicht machen, weil wenn er durch einen Job verloren geht oder irgendwas anderes, dann ist es das nicht wert. Wir haben gerade noch mal kurz zwischengesprochen. Ja. Das ist ein brachial gefährliches Thema. Genau, und wenn man jetzt auch der klassische YouTuber wäre, würde es ja voll drauf gehen, weil ich sag noch was jetzt wird es dünn, dann können wir entscheiden, ob wir es rausschneiden. Aber die Karten, die wir in der Hand haben, um jemanden ganz kräftig vor den Koffer zu kacken, sind ja krass. Ja, weil unser Sprachrohr einfach so groß ist. Nee, der Inhalt auch, wie der Berg, den man vor die Tür legt, aussieht, der ist auch nicht ohne. Ja, aber du kannst ja auch, also ich glaube, maßgeblich ist es das Sprachrohr, weil du kannst ja noch so ein gutes, inhaltlich aufklärendes Video machen, wenn es keiner sieht, sieht es keiner. Das meine ich mit der Farbe des Koffers, den man den vor die Tür stellt. Das hat natürlich eine Brisanz, also jetzt genug von dem Thema. Ihr müsst mir da einfach ein bisschen vertrauen. Wir wollen nicht uns schützen, uns geht es nicht um irgendeinen wirtschaftlichen Vorteil, sondern ich entscheide, wo die Balance ist, dass es vernünftig ist. Und dass wir auch in die Position gekommen sind, dass sowas so Wellen schlägt, weil es ja bei anderen deutschen Herstellern ja das Video Riesenthema auch war. Ne? Also sprich alle, gefühlt. Ja, das hat ja extreme Wellen geschlagen. Genau. Und das Publikum denkt immer nur bei denen, nee, hinter den Kulissen, geht das richtig da zur Sache? Also, manche machen sich lustig, manche denken sich, oh, guck mal hier. Ne, also das ist wirklich immer wieder verrückt, was das so für Hin- und Herbewegungen haben kann, weil man dann so ein Video macht. Wir Idioten. Ich finde, jetzt könnten wir einmal die Emotionsfarbe des Videos von blau auf violett. Blau? Violett oder gelb. Ja, blau ist sad. Grün für die Hoffnung. So. Blau ist sad? Ja, blau ist sad. Ah, das ist neu. Ich finde den Aufhänger hier zu der Frage eigentlich ganz gut, weil es um die Emotionen geht, die der C63 vielleicht nicht gegeben hat. Was ist deiner Meinung nach das emotionalste Fahrzeug in den letzten 3 Jahren? Bei uns? Nee. Allgemein. Neu auf den Markt gekommen? Die letzten 3 Jahre. Aus den letzten 3 Jahren. Boah. Emotionalste Auto in den letzten 3 Jahren liegt auf der Zunge, glaube ich, bei jedem. Ich glaube, ist es auch. Ich weiß, alle denken das Gleiche gerade, aber vielleicht finde ich noch einen anderen, warte. Ich bin gespannt, ob wir das Gleiche meinen. Ja, doch. Okay. Ich glaube, GT3 ist. Ja, okay. Ich sag was anderes. Was denn? Ich weiß das.
Nee, wirklich. Ja. Ich weiß nicht, ob das in den letzten 3 Jahren, aber i30N. Habe ich auch. Nein, ist nicht letzten 30. Aber letzten also der Facelift mit den. Nee, auch der ist schon älter. Doppelkupplung? Auch der ist schon älter als 3, würde ich jetzt sagen. Ja. Aber der ist nicht emotionaler als ein GT3S. Das ist er nicht. Ist er nicht. Findest du? Also ich glaube, das, was er so ausgelöst hat unter den Leuten, an Erreichbarkeit auch. Nee, gerade der DSG nicht. Der war sehr gut, aber der wurde ja dann auch wieder unemotionaler, weil er perfekter wurde. Ein GR86 habe ich auch in der Rutsche gehabt. Cool. Also der Jahres? GR Jahres. Extrem cool, ja. Das ist wirklich ein gutes Auto, aber einen habe ich vergessen irgendwie. Genau, Golf 8. Das war richtig gemein. GT3 RS würde ich jetzt mal sagen, ist eine plumpe Antwort. Ich denk nach, weil ich kann ihm mal was nachreichen. Aber ich glaube, also Königsegg, der kann auch sein, der Jesko. Mhm. Ist auch echt ein Bulle und auch sehr emotional. Das Hochdrehen und das Schalten war echt krass. Ja, da so. Ja, aber ich glaube auch von allem drumherum so ist, glaube ich, einfach dieser Mythos GT3 RS ist krass. Ist glaube ich, einfach. Weil ich hatte dann auch GT4 RS, wegen Sound ist ja noch mal ein bisschen anders. Aber ich glaube, aber trotzdem, wenn du im Regen fährst und du siehst dieses Wasser da so hochschießen, was dann so um dich rum passiert, die Klappen gehen vorne auf und zu, bremsen, auf der Bremse, das Auto bewegt sich so rein, dann hochschalten, drehst du ja bis 9000 und so, da ist schon was los. Also wenn ich jetzt so denke und dann i30N, dann ist i30N echt cool, preis-leistungsmäßig voll krass, aber lange nicht da, ganz lange nicht da. Wo das ist, wenn du da von 2 auf 3 rausprügelst und bremst dann wieder an und siehst im Rückspiegel, wie der die Dinger da hochstellt und so. Das ist schon eine Menge los. Wobei man auch sagen muss, also das emotionalste Auto, wenn wir i30N noch im Thema lassen, das Auto, was das Auto ausgelöst hat, den gab es ja vorher so nicht, i30N. Nein. Und die haben dieses Auto neu auf den Markt gebracht. Es gab ein i30, ja, aber nicht N. Nein, genau. Und dann haben die einfach quasi Kickstart. Eine... Ja, die haben eine neue Community erschaffen, ja, mit diesem Auto. Ja, das alle probieren. Das was alle schaffen. Ich bin mir ziemlich sicher. Jetzt war's das wieder. Nee, ich bin mir auch, ja, das ist echt krass. Das ist echt krass. Das ist so dumm. Ja, ist echt, da muss ich auch, also ich nehme das Wort dumm ungern in den Mund, aber das hätte man, glaube ich, eleganter lösen können. Und da frage ich mich auch, warum solche smarten Konzerne manchmal so rigorose, krasse Entscheidungen treffen. Also dumm war jetzt nicht von mir, also ich finde, das ist einfach eine dumme Situation, ja, dass ich jetzt bewerten will, wie der Konzern seine Marketingstrategie macht oder seine Produktion macht oder sowas. Das kann ich nicht bewerten. Das ist nicht dumm. Ne. Nein, ja, die werden schon also das haben, war keine Wertung jetzt von mir für die, ja, für die Strategie vom Hersteller. Ja. Also kann ich nichts zu sagen. Und ich habe jetzt den M3 nicht reingenommen, ne? Weil er einfach echt super gut ist. Also er ist einfach perfekt so, aber dieses Emotionale in der Liga, da ist er irgendwie nicht, weil dann ist es doch ein bisschen zu gewaschen. Aber hast du eine freie Strecke und kannst wirklich rumspielen, der Spaßfaktor ist hoch. Aber ist Spaß dann auch so emotional? Verstehst du? ich würde jetzt aber zur nächsten Frage springen, sonst... Mach doch mal. Ja, okay. Wäre ein Projekt ähnlich wie beim E30 mit einem Mercedes-Benz 190er vorstellbar? Ich gehe davon aus, dass das Swap-Projekt gemeint ist. Das M4 E30 Swap-Projekt. Ach so, welchen Motor? Woran hast du gedacht? Ah, weiß ich auch nicht. Okay, deswegen. Okay, ich muss sagen, elektriktechnisch sind wir nicht fit mit Mercedes-Kabelbäumen. Also so einen V8 4 Liter in den C190er reinzuknallen, würde ich mich nicht dran trauen. Und wir trauen uns echt am viel dran. Aber dann sind wir halt im Freiprogrammierbaren unterwegs, was ja demnächst vielleicht sogar so passieren könnte bei uns, Mercedes-technisch. Aber ich finde, boah, geil, 190er. Dann finde ich halt geiler dieser Typ, der auf eine 190er Karosse auf einen C63 draufgebaut hat. Kennt ihr den? Mhm. Ich glaube, das hast du mir irgendwann mal gezeigt. Der den C63 halt komplett gelassen hat. Der hat wirklich einfach nur das Auto drüber gesteckt. Das ist halt schon krass, weil das irgendwie radstandtechnisch dann doch irgendwie hinhaut. Musst du halt ein bisschen verbreitern und rädertechnisch was machen. Ist das so quasi die Thematik wie beim Nordstadtgolf, beim Arztgolf? Ja. So in die, eigentlich genau das sogar, nicht mal in die Gegend, also genau so. Und fände ich auch mal cool. Also ja oder nein? Aber eher nein, nee. Irgendwie fühle ich es nicht. Es wäre nicht frei programmierbar möglich? Ich will es, irgendwie fühle ich es nicht. Also klar, geht alles, man kann alles bauen mittlerweile, muss ich wirklich sagen. Also wenn ich überlege, was wir jetzt so bauen und wie neutral ich mit Armando darüber rede, was wir jetzt so für dieses Jahr im Projekt so sind, ja okay, dann können wir da ja Achse reinnehmen und dann machen wir oben die Düme neu. Und da, wenn ich das zurückdenke, 2012, und wir haben so gesagt, wir machen einen Upgrade-Lader rein. Raketenwissenschaft. Upgrade-Lader war so, boah, müssen wir Dichtungen bestellen, dann müssen wir hier die Leitung legen. Darüber reden wir schon gar nicht mehr.
Ne? Aber da muss ich aufpassen, dass wir uns da nicht zu krass verzetteln. Dass wir zu hoch gehen, dass wir es nicht mehr hinkriegen. Weil jetzt kommt so ein bisschen so ein Projekt Stau. Aber ich finde auch das, kriegt man ja auch charmant irgendwie geregelt, dass das halt so ist. Und manchmal ist das halt einfach so, dass Projekte nicht ganz so laufen, wie sie sollen. Ne? Ein riesen Super-GAU-Video kommt ja jetzt demnächst noch, wo einmal komplett auf links gedreht wird. Aber ich finde, das macht es ja auch aus. Und dann kann man uns ja auch durchlästern und dissen, dass wir nichts auf die Kette kriegen. Aber Flo arbeitet hier. Also irgendwie erklärt sich dann auch von selbst. Flo bekommt jetzt die nächste Frage. Komm, lass an. Gibt es ein Serienauto, ja? Das die Lassie-See unter 50 Sekunden schaffen würde? Wo sind wir gerade drüber rekordtechnisch? Wir sind bei 51,8. Unter 50. Okay. Dann ist doch ein Weg. 992 GT3 RS. Boah, dann sage ich, unter 5 Sekunden schafft vielleicht ein GT2 RS an einem guten Tag. Also das Modell davor sogar. Hm. Dann sage ich, ein gut präparierter. Ja, Aero kommt da nicht. Puh. Ja, wie gesagt, Serie. Wie sieht's aus mit dem neuen Taycan? Jo. Ja, der schafft das. Stimmt. Echt? Der schafft das. Schätzt du den so stark auf. Boah, der schafft das auf jeden Fall. Ja, guck mal, der war in Laguna Seca, eine Strecke, die wirklich rennt, war ja schneller als ein Senna. Ja, yeah, aber ich meine jetzt so gerade, wenn du Borsigplatz oder sowas rum musst doch, und doch, so doch, das doch, echt? Doch. Okay. Der schafft das. Okay. Und ein Cybertruck. Nein, aber ich seh Tesla echt kommen, ne? Ja. Mit welchem deiner umgebauten Autos würdest du einen Roadtrip in den USA machen? Alle. Eins nur. Und warum genau dieses? Wenn Flo dabei ist? Du. Wegen Schieben? Nee, also, du alleine. Ich alleine? Yeah. Ja, Beetle ist ja jetzt gerade so da. Da müssen wir aufpassen, müssen wir zurückholen demnächst. Keine Klima. Ja, stimmt. Das ist echt eigentlich warm haben alle unsere Projekte aus kein Klima mehr. Ich glaube, von den Großumbauten, ne? Welches umgebaut. Deiner umgebauten Autos? Ach so. Flussbus. Auch keine Klima. Boah, ich würde gerne einen Roadtrip machen mit, vielleicht dem 500e. Oh, krass. Der läuft echt schön. Hat der Klima? Nee. Das war echt eng da vorne, so. Oh. Riementriebtechnisch. Deswegen haben wir auch eine elektrische Servopumpe. Nee, der nicht. Keine Klima. Nee, ich fahre ja oben rum. Ich fahre so Seattle, Washington so lang. Braucht kein Klima. Alaska. Ja, bin ich nah dran. Nee. Ich dachte, du nimmst sowas wie R34. Ja, toll. Auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, wenn die Amerikaner R34 kaufen dürfen in ein paar Monaten, ne, dann klauen sie unter den Arsch weg, weil das Ding so viel wert sein wird. Die drehen vollkommen am Kabel, die Jungs. Ich bin echt happy. Ich liege auf der Zunge zu erzählen, was für ein Auto wir in Japan gekauft haben. Nein? Mm-mm. Okay. Ich bin so stolz. Hätte es nicht gedacht. Und für so wenig? Für so wenig Schotter, Alter. Verhältnismäßig wenig. Ja, das stimmt. Es ist unfassbar viel Geld für das. Ja. Obwohl, warte mal, ich muss mal kurz gucken, was der Neupreis war. Gib mir einen Moment. Wir müssen jetzt eh kurz. Nee, ihr redet doch mal kurz. Ach so, weil ich weiß ja gar nicht, worum es geht. Ach was. Zwei. Zwei? Ja. Das wusste ich selbst nicht. Ich bin gleich bei euch. Ihr könnt ja mal kurz reden. Was sollen wir reden? Ich weiß nicht. Flo, wenn das Wetter am Wochenende gut ist, gehen wir in den Bikepark? Wir gehen in den Bikepark. Oder genau fahren wir in den Bikepark? Gelber Schein ruft. Geil. Verabschiede dich von deiner Achillesferse. Sehne. Eine habe ich noch. Eine ganze. Heile ist ungestückelt. Entschuldigung. Ja, entschuldigen. Okay, weiter geht's. Können Sie. Nee, warte, hier kam gerade eine Nachricht rein, die wichtig ist. Können Zündkerzen alt werden, bei 10 Jahren Standzeit zum Beispiel? Sagen viele, aber wenn die nicht viel gelaufen ist und die 10 Jahre da drin ist, habe ich da eigentlich keine großen Bedenken. Ne? Können die irgendwie oxidieren? So? Da im Brennraum drin? So? Ja. Oben ja, unten eher nein, würde ich sagen. Ich meine, wenn Wasser dran kommt, Zylinderkopfdichtung wahrscheinlich. Ventildecke liegt ja. Oder also von oben meinst du? Ja, von oben auf jeden Fall. Guck mal, diese Frage, ob ich Ahnung von Autos habe, hat sich jetzt auch erledigt. Nee, von oben auf jeden Fall. So steckertechnisch, aber ja so die Kerze selbst, so wo sie wirklich Action macht, nach 10 Jahren glaube ich nicht. Außer der Wagen war jetzt unter Wasser oder sowas vielleicht. Könnte. Lag in der Nordsee ein halbes Jahr. Ja. Wir hatten letztens das Auto mit dem größten Wertverlust, aber welches deiner Autos hatte den größten Wertzuwachs? Oder hat aktuell noch? Von Kauf, in meiner Situation von Kauf zu jetzt? Ich weiß gerade einen. Ja, der ist schon gut dabei. Ja. Ich bewege mich gerade bei Porsche. Nee. Nee, wir haben eine Zahl gehört für ein Auto. Also Diablo ist echt gut dabei. Also wir haben wirklich, wirklich das gut gemacht bis jetzt. Mhm. Auch andere. Boah, ich fällt gerade auf. Wir haben nee, auch andere Autos. Ja, so. Wir haben kein G-Modell.
Mein Traum wäre ein G30. Keinen wirklich schönen gefunden und dann wurde ich zu geizig, dann wurden die geiler, also immer noch geil, aber dann wurden sie teurer und dann habe ich mich nicht mehr getraut zu kaufen, weil ich wusste, das war mal bei dem Preis und dann bei dem Preis und ein G-Modell, ein Viergang-Turbo fährt halt echt schon wie ein Sack Schrauben und ich weiß von mir, ich würde den nicht fahren, weil ein G-Modell fahren mit diesem diesem Stick da drin. Ich würde dich in so einem, wie heißen die nochmal, dieser Habibi, der da... Magnus Walker, diese Assi-Dinger, die finde ich cool. Habe ich auch wirklich vorgehabt, so eine richtige Ranzbude als Turbo dann rumzubasteln. Aber die haben noch einen bestimmten Namen. Ja, Outlaws. Outlaw, ja genau, die meine ich. Ja, finde ich auch voll geil, wirklich, wirklich geil, mit so ganz dicken Reifen, so richtig verschiedene Kotflügelfarben und so, richtig, richtig. Aber Auktionen werden interessanter wieder im Moment. Ja, hatten wir jetzt eins? Hast du dich für eins entschieden? Diablo, einfach jetzt so aus dem Stegreif. Also verdoppelt. Also ja. wir haben dich gerade eben überverdoppelt. Schon, wir haben dich gerade eben schon bei Tesla unterbrochen, weil Tesla Cybertruck schon gefahren? Ja. Bin ich gefahren und es war ein teures Video. Ha. Das kann man sagen. Ja. Hast du einen Unfall gebaut oder was? Nee. Wird mal eine Motorenentwicklung näher gezeigt, dass vielleicht mal ein Einblick in die Komplexität bekommt. Das Mann vielleicht? Nee, das steht da nicht. Ja. Okay, nächste Frage. Also mein Traum ist natürlich immer noch mal einen eigenen Motor zu machen. Nur, das ist ja jetzt, das wird ja immer unrealistischer, sowas irgendwie hinzubekommen. Ne? Mein Traum wäre ganz einfach wirklich so eine 180-Grad-Kurbelwelle und dann einfach so einen ganz asozialen Hub von irgendwie 2,8 Zentimetern oder sowas. Ne? Und dann dreht das irgendwie 18.000, 17.000 Umdrehungen. Das wäre halt mega, mega, mega geil. Aber das wäre halt für das Publikum super interessant. Man müsste natürlich, das kann ich natürlich nicht, das würde man im Ingenieurbüro zusammen machen. Und dann hat man nichts. Dann hat man Kohle rausgeschmissen bis zum Umfallen. Dann geht das, also in der heutigen, doch, das geht eigentlich schon, wenn ich überlege. Also es wäre realistisch, dass du deinen eigenen Motor machst? Voll. Das hatten wir doch, war doch dieses eine Mal schon auf dieser Messe, wo der eine gesagt hat, Eigenbaumotor. Das ist aber was anderes. Ja, nee, also man müsste... Das sind ja vorhandene Teile. Dann. Also ich glaube, okay. Ich glaube, am besten wäre, damit sich das irgendwie noch einigermaßen im Rahmen ist, und da müsste man halt seine Reichweite so ein bisschen nutzen, 2, 3 Studenten, ne, die ihre Arbeit darüber schreiben, einer einen Kopf, einer einen Block und einmal einen Kurbeltrieb. Ein Getriebe neu machen, würde ich sagen, nein, da gibt es genug coole sequentielle Getriebe, wo man den Block ja direkt passend machen kann, ne? Getriebe anflanschbild, nimmst einfach das beste Getriebe, was du irgendwie findest, klatscht das dann da dran und dann machst du das Triggerrad schon so von den 10, dass es wirklich gut über 10.000 drehen kann, machst ein freiprogrammierbares Steuergerät, Düsen gibt es, die Fuel Rail, das ist dann auch egal, wenn du die fräst, dann machst du halt einfach, dass die Zylinderabstände halt cool sind. Kannst du alles bauen. Brauchst halt dann noch eine Firma, genau, die dir sagt, pass auf, so und so viel CNC-Stunden würden wir dir zur Verfügung stellen, zu einem coolen Preis. Mhm. Und dann schmeiß an die Bude. Aber ich sage euch ganz ehrlich, bis das alles gefräst ist, ne, und das konstruiert ist, und dann gibt es bestimmt mehrere Fehlversuche. Warum? Wir haben ja super viele bewegte Teile und sehr viele Ausdehnungspunkte, die sich, wenn wir alles dasselbe Material machen, dann wird es, glaube ich, schon wieder einfacher. Aber dann konstruierst du diesen Motor, alles ist geil, das Ding wird warm und dann macht er eck und dann siehst du das Wasser aus der Seite. So, ne? Und das kannst du zum Beispiel umgehen, wenn du dann sagst, wir bauen einen Motor, der nur mit Alkohol läuft und lässt die ganzen Kühlkanäle weg. Der hat dann gar keine. Mhm. Aber dann fährt das Ding auch nur von hier bis zur Ecke und kann auch nur mit Alkohol fahren. Und dann geht es leistungsmäßig auch, boah, aber ein Alkoholmotor, also ein Sauger-Alkoholmotor, Vater. Mit so einer boah, das hat, glaube ich, noch keiner gemacht. Aber wir driften zu sehr ab. Nee, driften Frage. Nicht. Wir driften genau in die richtige Richtung. Nee, von der Frage driften wir sehr weit ab. Ja. Wird mal eine Motorenentwicklung gezeigt? Wir machen das noch Jahre, ja. Wahrscheinlich. Okay. Welches Auto war das größte? Aber ganz kurz, die meisten sind halt auch extreme Eigenbrötler, ne? Die wollen sowas nicht zeigen. Die entwickeln für sich und wenn fertig, dann fertig. Wenn es fertig, dann genau. Wird's gezeigt. Ja, aber vielleicht können wir ja mal einfach Einblick in so eine Abteilung haben, die das entwickelt. In einen schon fertigen Motor. Mhm. Weil ja, ist mir schon bewusst, dass keiner zeigt, welchen Motor man als nächstes rausbringt. Also momentan könnte ich mir vorstellen, dann Futter gibt so. Das ist echt, weil ich weiß halt von verschiedenen Herstellern, welches Datum an der Klingel ist, dass da keiner mehr aufmacht. Das ist nicht mehr so lang. Ob sich das jetzt wieder ändert, da sind ja viele Sachen, die gerade im Umlauf sind, das weiß ich nicht. Aber, ja, ich will nicht zu viel sagen. Also ja. Das wir versuchen es. Das sind jetzt bei den Herstellern die letzten Zyklen. Laut Papier bei denen momentan. Das ist echt traurig, wenn man das so hört. Ja. Also, du hast gerade schon bei der Motorenentwicklung über viel Geld verschwenden gesprochen. Ja. Welches Auto war das größte Geldgrab aufgrund von Defekten? Halt's. Gut, nächste Frage. Na, Supergolf.
So super ist der gar nicht gewesen. Da habe ich falschen Namen dran geschrieben. Expensive. Nein, aber ich sehe das ja auch mittlerweile selbst wirklich mit Humor. Der geht so Golf. Ich sehe das wirklich mit Humor, weil wo wir Supergolf angefangen haben, da war ich in meinem Ego anders als jetzt. Hm. Jetzt kann ich gerade sagen, so super ist der gar nicht. Aber mein Anspruch ist halt dann trotzdem, dass es dann dahin kommt. Deswegen macht mir auch dieses aktuelle Jahr und das nächste Jahr auch super viel Spaß, diese Autos, die wir schon mal gemacht haben, wieder rausholen und neu machen. E36 flammt mir die Hutschnur weg, wenn ich sehe, was da kommt. Das wird brutal. Die werden alle brutal. Ich freue mich richtig. Welcher 911er hat deiner Meinung nach den besten Sound? Und zwar ist das Le Mans 2018, glaube ich, der 991 GT2 Klasse. Asozial. Asoziales Auto. Das war der, wo sie es nicht ganz gesagt haben. Der hatte nämlich einen Mittelmotor, sah aber aus wie ein Elfer. Da ist der Motor ein bisschen umgedreht gewesen. Das war soundmäßig, das ist nicht cool. Okay, also sind wir auf jeden Fall im Rennsport. Ja, klar. Straße nicht. Ja. Okay, bleiben wir im Rennsport. Warum sind die Scheinwerfer bei Rennwagen, die Langstrecke, zum Beispiel 24-Stunden-Rennen fahren, gelb? Weiß ich nicht ganz genau, aber ich glaube, es ist der Übergang zwischen Nacht und Tag und Regen und sowas, dass du da besser sehen kannst. Und entspannter für die Augen auf Dauer. Okay. Wieso gibt es keinen Turbolader mit Übersetzung zwischen Abgas- und Verdichterseite? Ja, gute Frage. Wollen wir sonst mal Flo fragen dazu, kurz? Also nicht jetzt, sondern danach, was wir einspielen können? Nö, können wir jetzt mal eben. Ich finde, also ist eine echt interessante Frage. Hallo? Hallo, du, wir sind gerade mitten im Frage-Antwort-Video, ne? Cool. Begeisterung. Und da kam eine Frage aus dem Publikum, die ist gar nicht so uninteressant. Okay. Warum gibt es keinen Turbolader, der zwischen dem Abgasrad und dem Verdichterrad eine Übersetzung hat, ein Getriebe hat? Wahrscheinlich, weil das irrsinnig aufwendig und teuer ist. Verlustleistung vielleicht auch ein bisschen? Ja, natürlich hast du auch, aber also jetzt erstmal die Komplexität davon ist halt irre, ne? Geht so. Also der Stress, der da auf den einzelnen Bauteilen lastet und so, der ist schon nicht ohne. Aber die Musik im Burgerladen ist echt zu laut zum Telefonieren. Ach, bist du unten? Ja. Okay, das ist ein krasser Zufall gerade. Ja, deswegen muss ich auch gerade erst denken so, hat die Kameraüberwachung? Nee, wir sind gerade oben. Wenn du willst, kannst du ja auch gleich hochkommen. Ja, ich komme gleich mal hoch und sag noch Hallo. Okay, mach das. Ich hatte auch schon nach dir gefragt. Okay, cool. Bis gleich. Alles klar, bis gleich. Ciao. Okay, haben wir beantwortet oder ziehen wir ihn noch gleich dazu? Haben wir beantwortet. Also, okay. Ich habe erst gedacht, er will eine Übersetzung machen, aber ich habe doof gedacht, in den Abgasstrom irgendwie. Das wäre aber quasi was wie VTG, dass wir den Abgasstrom anders nutzen. Aber dann habe ich erst gedacht an die Welle. Doof von mir. Okay. Haben wir? Haben wir. Okay. Wann hast du dir persönlich, nicht für die Firma, das letzte Mal was gegönnt? Ich gönne mir jetzt viel was. Schön. Also ich gönne mir... Jetzt denken viele an so hohe Summen, aber sind jetzt keine hohen Summen. Na, muss gönnen ja auch nicht immer sein. Nee, genau, aber ich achte schon drauf, dass ich mir was gönne. Was Gutes für dich einfach tun. Habe ich mir letztes Mal gegönnt. Also momentan, Julia und ich sind halt momentan am Haus einrichten und das Krasse ist, ich dachte, ich wäre eingerichtet. Bis dann eine Frau kommt. Genau, ich bin überhaupt nicht eingerichtet gewesen. Und das Krasse ist, es macht einen Riesenunterschied. Es wird viel, viel schöner, es wird viel wohnlicher, es wird viel mehr so ein Zuhause. Aber jetzt merke ich, wenn man so ein Großzuhause hat, dann ist so eine Ecke cool. Aber dann sind die ganzen anderen Ecken noch genauso wie nicht, also wie vorher. Und das heißt, man muss viel machen. Aber da gönnen wir uns echt eine Menge gerade. Also Tische, Stühle, Teppiche. Jetzt kommen wir aber jeden Tag Sachen hier an. Ja, jeden Tag. Ja, wirklich. Wirklich. Wirklich, ja. Wenn du was hast, was du nicht mehr brauchst, ich muss auch gerade was einrichten. Ja, nee. Das haben wir gedacht, aber das ist nicht so. Es kommt wirklich dazu. Sag mal, vielleicht irgendwann in deinem Hinterkopf denkst du, ja. hat er angemerkt. Welche Richtung denn? Alles. Ach so. Aber das sprechen wir schon an. Ja, doch, habe ich, glaube ich, bestimmt was. Wir sprechen mal. Habe ich was. Cool. Ja, mach mal. Hey, warum nimmst du das Zeug denn nicht mit? Welches Zeug? Das Zeug musst du auch mitnehmen. Der Blick so, that's the point. Ich weiß gerade gar nicht, wo du bist. Hä? Deine Möbel, meinte ich. Ja, natürlich, aber ich habe ja quasi gar nichts. Ich habe fünf Möbelstücke. Voll eingerichtet. Für Flo ist das voll eingerichtet, wenn er einen Eimer und eine Gabel drin hängt, weißt du? Hast du gesehen? Nächste Frage, welcher Autohersteller hat deiner Meinung nach... Flo, erzähl doch mal so eine erste, so einrichtungstechnisch die erste Wohnung. Hast du gesehen, dass er ein Sofa für seinen Hund gefunden hat? Ja, hat er mir gezeigt, stolz. Ist aber geil. Ja, voll. Ist voll geil. Okay, Thema Auto. Welcher Hersteller hat deiner Meinung nach von den Autolacken her die beste Farbpalette? Also alle Lackhersteller können eigentlich fast jeden Lack darstellen.
Ja, aber es gibt ja so Grundpaletten, die immer so jeder... Wie heißt der nochmal, der diese ganzen britischen Farben macht? Also House of Colors ist einmal geil? Nee, ich glaube, es geht um Autohersteller. Also, ach so, so, ach jetzt BMW kommt, ich bin schon wieder... Was denn heute los, ey? Ich red doch nur einen Stuss hier. Also, ja, schönste Porsche. Volles Rohr, okay, Digga. Ohne Frage. Diskussion. Geil ist natürlich, BMW hat es klug gemacht, haben einfach alle kopiert. Also du kannst bei BMW gefühlt alle Farben, die bei Porsche gibt, auch nehmen. Ja. Aber gefühlt. Aber Porsche auf jeden Fall, der das größte Farbprogramm bietet. Ferrari bietet dir das auch, aber du kannst nicht so geil abends im Bett am Tablet damit rumspielen, weil die machen nämlich auf Anfrage, sie müssen zu uns ins Ladenlokal kommen und dann geht das erst. Und ich will nicht wissen, was für Serverleistungen da geboten sein müssen bei Porsche, weil nachts so einfach denkst, oh, weißt du, was so ein Taycan? Ich könnte mir einfach mal so ein Cayman konfigurieren zum Schlafen gehen. Und dann die Farbe mit dem, also das ist unfassbar. Ich glaube, wie viele Farben kannst du wählen? Alle, keine Ahnung, viele. Ich glaube, du kannst... Ja, und wir wollten ja noch was anderes zeigen. Ja. Wo man ja noch mehr hätte wählen voll können. Da sind wir auch gerade noch dran, dass wir das irgendwie hinkriegen, aber das dauert noch so ein bisschen. Das ist ein bisschen komplizierter. Weil die müssen sich ein bisschen vorbereiten, dass wir grob in eine Richtung gehen, weil es ist halt so, dass du alles wählen kannst. Und dann sage ich, ja, dann kosten wir das. Was kostet das denn, wenn wir das wählen würden? Dann können die nichts beantworten. Deswegen müssen wir so ein bisschen was vorarbeiten. Möchtest du noch was sagen? Was loswerden? Möchtest du was Aktuelles, einen Schwenk aus der Jugend erzählen? Irgendwas? Ich war Straßenbahn. Das waren jetzt quasi alle Fragen, die wir haben. Ernsthaft? Ich fahre Straßenbahn. Ja, aber über wie viele Fragen waren das? Das ist jetzt, ja. 8? 14. Oh. 15 mit Mercedes. Ja. Krass, kam ich. So. Zeit vergeht wie im Flug hier, ne? Ja. Das ist schön. Ich kann einfach Tschüss sagen, wenn du Bock hast. Ja, wir haben viel zu tun noch. Haben wir echt, ne? Ja, Museumsvideos, Video. Ja, stimmt. Wie viel seid ihr gerade? 15? 15, 16. Ich glaube, 16 sind wir jetzt. Also zum Endspurt jetzt. Ja. Also, es geht schon. Gefällt dir denn? Bitte? Coole Sachen bei? Extrem. Ich habe gesehen, du hast XR220 gemacht, ne? Das ist cool. Wahnsinn. Das Auto ist krass, wenn der Motor rauskommt, ne? Ja, ich will, also alle Fahrzeuge, die da mal so reinkommen, du denkst so, ja, okay, ich kenne mich ein bisschen so mit Autos aus, denkst du, und dann kommen da diese Fahrzeuge rein. Und jetzt bei diesem, kann ich jetzt noch nicht so viel drüber reden, allein wo der Motor vom XJ220 herkommt, ich dachte, ich habe falsch, also. Aber deswegen springen halt auch einfach 1235 Kunden ab. Ja, aber ich bin immer wieder fasziniert, was da so drin steht, wo man so denkt, ja, ist halt ein Jaguar. So. Aber was und auch die Geschichte, ne? Ja. Wie das so entsteht und so. Das ist wirklich, ich finde es auch, also ich kann euch wirklich empfehlen, die neue Pace-Aufstellung ist wirklich wert. Ich persönlich finde sie fast die stärkste. Ich glaube, wenn so ein, zwei Autos anders wären, wäre es die stärkste für mich. Ich finde es die stärkste. Vor allen Dingen in Verbindung mit dem Feedback von den Kunden, die da waren. Die sagen, wir würden gern mehr so Straßenautos haben und sowas. Und da, finde ich, haben wir sehr gut drauf gehört. Und dann die Infos, die dann darüber kommen und so. Also ich merke halt auch, nur Museum bauen, hinstellen, eine Sache, aber es wird immer besser. Also du merkst, wir müssen alle reinkommen und so. Es ist auch ein Prozess, der passiert. Ja, klar. Und ich hatte erst Sorge, dass man das nicht halten kann, aber es wird auf jeden Fall besser. Es wird immer mehr wirklich ein riesengroßes Unternehmen, wo wir schon tausendmal drüber gesprochen haben. Und ich habe kein Büro mehr, seit jetzt echt langer Zeit nicht mehr. Also ich fange morgens an zu arbeiten, gehe einfach normal in die Werkstatt und bin heute den ganzen Tag am Bauen, was mir auch einfach echt gut tut. Ich habe kein Büro, ich habe einfach keins. So mit, das ist ja eine Arbeit. Ja, aber es wird auch noch dauern. Auf jeden Fall. Aber heute Morgen wird es laut für euch, glaube ich. Ist die ganze, also seit gestern und heute war schon wieder ehrlich? Ein bisschen laut. Ja, okay. Aber ja, das ist auch der Grund, warum wir hier Frage-Antwort drehen, nebenbei. Der Grund, warum wir das hier drehen, ist, weil ich habe kein Büro. Und es ist gemütlich. Ja. Aber ich habe schöne Ideen fürs Büro oben. Und Bällebad wäre geil. Ja, solche, also, nee, wirklich, ich habe auch wirklich vor, weil das so groß ist, dass man da die verschiedensten Sachen so wirklich hinmacht. Fördert auch die Kreativität. Genau. Also alles mein Ernst. Oder eine Schnitzelgrube, wo man so reinspringen kann und so Salters machen. Also. Ja, dieses Feuerding wollten wir ja hinbauen, aber da habe ich gedacht, das geht nicht. Weil du zu laut bist. Nee. Wenn ich da runter segel, immer so. Nein, aber oben ist ein Termin mit Kunden und Besprechung und du hörst unten. Das ist doch dein Büro, als wenn in deinem Büro Kundenbesprechung. Wenn da ein Loch in der Decke ist, dann hört man dich ja oben. Mit meinem Büro direkt. Du kannst das ganz runter machen. Ja, klar, was hast du denn gedacht? Nee, ich dachte von deinem Büro in unseres. Ja, klar, das reicht ja. Ja, da läuft doch Musik. Nein. Wir wollten Tschüss sagen jetzt. Tschüss.